So, willkommen Freunde des schlechten Gameplays. Wir hatten ja den Anruf bekommen. Und jetzt sollten wir uns unbedingt mal diese Uhr angucken. Und benutzen ihm ein Amulett. Und ich bin der Meinung, dreimal die Null müsste es sein. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Warum nicht dreimal die 6? Das wäre doch viel spannender gewesen. Oha, mal gucken, wo es da hingeht. So, im Schrank hat sich was verändert, sehen wir jetzt gerade. Das heißt, wir gehen wieder zurück her. Geht es Ihnen gut? Sie sehen verstört aus. Ah, da ist den Eingang aufgetan. Telefon. Ich weiß, ich habe vorhin versucht, die Polizei anzurufen. Die Leitung ist vollkommen tot. Es ist nicht... Ja, nein, das Telefon ist kaputt. Das Telefon ist kaputt, okay? Aber er hat doch hier was aufgedeckt. Oh, jetzt ruckelt schon wieder. Ich weiß nicht, woher dieses Ruckeln kommt. Ich glaube, das werden Sie sehen wollen. Ist etwas in dem Schrank? Ja, sehen Sie nicht das sehr offensichtliche Portal nach... nach was auch immer Jeremys Wahnsinn als nächstes heraufbeschwört? Ich verstehe nicht. Soll das eine Modemetapher sein? Tut mir leid, ich habe da keine Zeit für. Können Sie mir nicht einfach sagen, was Sie machen? Sie sehen das nicht? Na gut. Alles gut. Wir sehen uns später. Gehen Sie in den Schrank? Ja. Haben Sie da ein Problem mit? Nein. Tun Sie nur, was Sie für richtig halten, Detective. Tut mir leid, ich wollte nicht. Adieu, Miss Hartwood. Unglaublich, sie sieht das wieder nicht und er geht da rein und wenn er dann verschwindet, dann müsste sie sich doch denken, irgendwas stimmt doch da nicht. Oha. Eieieiei. Das sieht schon wieder so düster aus. Oh, das hatte jetzt hier aber richtig Resident Evil Vibes. Irgendwas zerschlagen oder so? Nee, ist nicht der Fall. So, warte mal, wir müssen uns mal ein bisschen orientieren. Ja, man kann hier nichts kaputt machen. Was ist da los? So, man könnte wahrscheinlich hier rumlaufen. Okay. Aber wir finden ja auch wieder nichts. Keine Munition, kein gar nichts. Ach du Scheiße, wo landen wir denn da? Wir sind wieder am Strand, okay. Okay, Leuchtpistole haben wir bekommen. Sehr geil. Hinweis ist das okay. Ich wollte gerade sagen, wir sammeln lieber nochmal Munition ein, bevor wir ins Zelt gehen. Wir haben das antike Stellarium gefunden. Es hing über einer Klippe am Polarmeer. Zuvor waren wir einen Tag lang vom Eskimo-Lager nach Norden gefahren. Jacob von Ostert war das kühnste Mitglied der Expedition. Er war auf der Suche nach dem Ursprung eines besonderen kristallinen Metalls, das in mehreren heiligen Artefakten der Eingeborenen des nordöstlichen Grönlands vorkommt. Diese Stätte war für jeden Entdecker ein besonderer Fund gewesen. Und wir waren alle voller Entzücken, waren wir doch auf der Suche nach Erleuchtung. Was von der Struktur übrig war, schien fast nicht von dieser Welt und wirkte hochentwickelt. Das Metall, nach dem Jacob suchte, gab es hier in Hülle und Fülle. Wir waren so begeistert von unserem Fund, dass uns der Sonnenuntergang überraschte. Als wir schnell unsere Ausrüstung einsammelten, um zum Lager zurückzukehren, erklärte Jacob von Ostert mit einem Mal, dass er bleiben würde. Er war nicht davon abzubringen.
Wir flehten ihn an, sich das noch einmal zu überlegen. Es würde mit jeder Stunde kälter werden und wir alle waren um unsere Sicherheit besorgt. Jacob weigerte sich und drohte uns mit Gewalt, sofern wir ihn nicht in Ruhe lassen würden. Als der Schneefall immer schwerer wurde, überließen wir ihn seinem Schicksal. Das Wetter verschlechterte sich am Folgetag noch und wir mussten Stunden damit zubringen, unseren Unterschlupf zu verstärken, denn unsere Zelte waren jetzt so gut wie nutzlos. Die Gruppe hatte Jacob abgeschrieben, er konnte das nicht überlebt haben. Ich hatte den Drang, noch einen Versuch zu unternehmen, um ihn zu retten, also machte ich mich auf den Weg, als die Dunkelheit hereinbrach. Mit einigen Leuchtfackeln brach ich zur Küste auf und begann zum Stellarium zu klettern. Und dann sah ich ihn. Er starrte zu einem brennenden Himmel empor, zu einer himmlischen Laterne. Jacob kippte um und stieß einen schmerzerfüllten Schrei aus, der mich mit Angst und Mitleid erfüllte. Er schrie in Todesqualen, denn die Kälte hatte sein Fleisch zerfressen. Ich rief seinen Namen und er wandte sich zu mir um. Sein leerer Blick ließ mich wie angewurzelt stehen bleiben. Er sagte: »Sie müssen jetzt gehen, Herr Stern. Gehen Sie und kehren Sie nie wieder zurück.« Also ging ich. Krass, also die Grönland-Expedition, Leuchtfackeln zur Küste und begann zu Stellarium zu klettern. Dann war da oben noch was gekennzeichnet. Jakob von Ostharte, antikes Stellarium. Okay. Mehr macht er ja nicht. Ach doch, ah, okay. Mich schon gewundert. Okay, der Wind ist so stark, dass er so langsam...
Schrotflinte. Weiß Maschinengewehr. Wo liegt denn die Pistole nochmal? Sie hier? Was ist das für ein Ort? Hey, ganz locker! Ich bin nicht Ihr Feind! Nicht sehen irgendwie, dass er da irgendwie auf mich drauf ging. Also ich hätte, der stand auch immer so komisch vor mir. Das haben sie echt blöd gemacht, finde ich. Also, weil ich wusste, ich dachte, das gehört noch zum Intro dazu. Ich wusste nicht, warum der auf einmal so auf mich zuläuft. Ich glaube auch, dass hier nicht mehr viel kommt, sage ich ganz ehrlich. Also, hier wird nicht mehr viel passieren. Wir werden wahrscheinlich bald durch sein und dann den Endgegner besiegen. Ich gehe mal davon aus, dass es einen gibt. Bringe die Sterne in die richtige Position. Achso, warte. Natürlich der Stier. Ich habe mir schon gedacht, dass du nicht wolltest, dass ihre Sterne richtig stehen, Jeremy. Oder vielleicht ist es auch genau das, was nötig ist, um ihre Manie in den Griff zu kriegen. Okay, wir können es so drehen und es muss ja wahrscheinlich so sein, dass alles leuchtet, ne? So, also wir haben eigentlich W und S. Spezielles passiert. Ich muss sagen, ich weiß momentan. Ah, warte mal, da sind doch Verbindungen, ne? Okay, warte mal, wir gehen mal zur äußeren Scheibe. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt so drehen. Jo, alles klar. War es ja doch gar nicht so schwer. Sieht auf jeden Fall aus wie so ein Sterntor irgendwie. Yeah.
Ich hoffe, er bleibt tot liegen und steht nicht nochmal auf. Jeremy? Oh. Ich habe alles getan. Bist du zufrieden, du dummer Scharlatan? Was willst du noch von mir? Soll ich meinen Verstand verlieren? Gnädiger Gott! Doktor! Baptiste! Schnell! Mein Gott, was sollte das, Compère? Uiuiui. Kapitel 5 fängt an. Super. Nicht schlecht. Wir sind so ein bisschen am Durchdrehen gewesen, kann das sein? Oh, jetzt sitzen wir da im Rollstuhl. Sind Sie wach? Sie sind wach! Mr. Canby ist wach! Hey, mein Freund, ich dachte, Sie würden den Rest der Nacht schlafen. Gesellen Sie sich doch zu uns. Es gibt auch noch Gumbo. Schön, dass Sie zurück sind. Sie haben uns ziemlich erschreckt. Was ist passiert? Sie hatten einen Nervenzusammenbruch. Die raue Behandlung tut mir leid, aber Sie waren gewalttätig. Sie sind auf Jeremy los und haben Dr. Gray geschlagen. Sind Sie okay? Jeremy ist etwas seltsam, aber alles ist wieder normal. Wirklich? Nur dank Ihnen, Compère. Wollen Sie versuchen aufzustehen? Na, wenn das nicht der Held des Tages ist. Wie geht es Ihnen, Detective? Ganz prächtig. Und Ihnen beiden? Hey, Jeremy, ich habe Ihnen nicht zu arg wehgetan, oder? Er spricht gar nicht mehr mit ihm. Alles ist gut. Alles ruhig. Was ist mit ihm? Schmerzmittel? Nein. Wissen Sie, obwohl Sie die Finesse eines halbblinden Schlachters haben, war der Stich eine Lobotomie für Jeremy. Bitte was? Es ist sogar beeindruckend. Ich hatte es schon selbst erwogen. Ich wünschte nur, wir hätten Jeremy helfen können, ohne seinen Verstand in den einer Auster zu verwandeln. Aber er wird leben. Natürlich. Solange ihm jemand zu essen gibt, wird er uns noch alle überleben. Oh, der Garten sieht ja jetzt geil aus, mit den ganzen Lichtern. Wahnsinn. Ja, Freunde, an dieser Stelle machen wir erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann im nächsten und wahrscheinlich letzten Teil, gehe ich mal davon aus. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.